Hallo, meine Brillis, willkommen zurück auf diesem wunderschönen Kanal zu einem neuen Video. Ich begrüße meine bestehende Community, aber auch natürlich alle, die neu dazugekommen sind, willkommen. Und ja, wenn euch dieses Video gleich gefällt, dann dürft ihr während des Intros sehr, sehr gerne auch diesen Kanal liken, abonnieren. Ich würde mich immer über ein Feedback freuen, wie hat es euch gefallen. Und ja, der Monat August, er war lang, aber wir schauen uns mal an, was diesen Monat alles passiert ist. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Friends, es ist ein langer Monat gewesen. Aber ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, ich habe gar nicht so viel gepainted gehabt. Ne? Also ich schreibe mir ja immer auf, was ich wann wie auch immer gemacht habe. Und da ist mir irgendwie aufgefallen, so viel war das irgendwie überhaupt gar nicht, was ich so gemacht habe. Und ja, ich habe zwei kleine Artikel oder zwei kleine Projekte, die ich gemacht habe, die fertig sind. Ein Bild, was fertig geworden ist. Und ja, zwei angefangene. Ne? Ich habe ja, wie ihr wisst, einen Vlog, einen Hoheitsvlog. Der ist allerdings jetzt erstmal zwei Wochen ausgesetzt. Er wird auch diese Woche nicht erscheinen, weil ich muss mich jetzt einfach wieder so ein bisschen reinfinden. Ne? Also sitzen geht einigermaßen halt dementsprechend wieder halt nicht so lange. Aber ja, es ist halt nicht so, dass ich mich ja 10 Tage irgendwie ans Bild setzen kann oder wie auch immer. Und ja, es ist natürlich oder wird auch diese Woche das ein oder andere ankommen. Das kriegt ihr aber dann in dem Vlog nächste Woche. Also diese Woche wird Sonntag auch kein Vlog erscheinen, aber das ist tendenziell jetzt auch nicht schlimm. Ne? Ich habe noch anderen Content. Ich habe noch ein Amazon-Video, was ich euch mal gedreht habe. Das werde ich euch am Freitag geben. Einfach nur so einen kleinen Ausblick für die Woche. Und am Sonntag kriegt ihr... Jetzt habe ich es vergessen. Ja, Jemini, ich bin eine alte Hoheit. Was war denn am Sonntag? Ach ja, Teddy. Genau. Ich habe eine ganz, ganz liebe Zuschauerin gehabt. Die war mir so freundlich und hat mir den Anker, weil ich ja so umgeholt habe. Ich will diesen Anker haben von Teddy. Da hat sie mir gesagt, hör mal, ich habe hier einen, ich würde den dir gern zusenden. Und ja, das hat sie mir dann auch getan und deswegen habe ich dann einmal den Anker und dann habe ich aber noch zwei weitere Sachen, die ich bei Teddy habe und dann habe ich noch einen Artikel von Action. Also das wird so ein kleiner Teddy versus Action Haul werden, war ja auch mal ganz beliebt bei euch und deswegen, ich habe immer gedacht, na, wie bringe ich dieses Action-Bild unter diese Kleinigkeit, was ich geholt habe und ich verbinde das jetzt mal einfach mit Teddy, dann haben wir ein Video und dann ist das abgeschlossen und genau, und dann starten wir ab Sonntag starte ich dann wieder tagtäglich meinen Hoheitsvlog und da beginnen wir dann auch mit einem neuen Bild, was ihr auf diesem Kanal schon gesehen habt. Und ja, lasst euch da aber überraschen. Ich bin da auch ganz, ganz aufgeregt und dann wollen wir mal gucken. Nicht lang schnacken, Bilder zeigen, würde ich einfach mal sagen. Und zwar, was war diesen Monat los? Ich habe euch ja das ein oder andere Haul-Auspack-Video, wie auch immer, beschert. Und dabei war einmal die Firma Paints Away und da hatten wir drei wunderschöne Sachen. Einmal ein Flamingo, den habe ich noch nicht gemacht, aber dafür habe ich noch zwei andere Sachen, die ich auch fertig gemacht habe. Und zwar hatten wir da hier so einen wunderschönen Beutel. Ich habe ja so angegeben, ne, dass ich gesagt hatte, hör mal, dieser Beutel, da kann man also sicher Kartoffeln oder irgendwie was reintun. Bis mir dann mal aufgefallen ist, als ich die Bestellung, also ne, ich sehe ja immer, was ich bestellt habe, dass das eine Flaschen hier für Wein und Sekt und was auch immer, ein Flaschenbeutel ist. Ja, dann hat es natürlich auch Sinn gemacht, ne? Wo dann hier der Wein reinkommt und dann können wir den hier oben zuziehen, zack, und dann sieht die Weinflasche wunderschön aus, würde ich niemals für benutzen, weil dafür ist der ja viel zu schade. Ja, ich weiß auch ehrlich gesagt noch nicht, was ich mit dem machen soll, aber ich finde den halt super cute, ne? Ich zeige euch nochmal, ne, hier so ein paar Öllchen, komplett war es auch mit Strasssteinen. Also alles, was wir hier sehen, das wurde dementsprechend halt gepaintet. Die Augen waren nicht gepaintet und ich habe es schon versiegelt. Ich hatte euch, das ist auch nicht unten dran gebaut, ne? Nee.
als ich das versiegelt habe, ich glaube, ich habe das mal in einem meinem Vlog erzählt, das ist auch egal, dann erzähle ich es nochmal. Und zwar ist dieser Beutel, als ich den versiegelt habe, habe ich was drunter gelegt. Ne? Also wirklich hier rein habe ich ein Stückchen, ich glaube Pappe oder so, habe ich da reingetan, damit das einfach auf der anderen Seite nicht festpappt, ne? Weil das sind ja, ist ja Stoff, ne? Und ich hatte halt Schiss, wenn ich die Versiegelung drauf mache, dass dann der Beutel zusammenklebt und dann, ja, dann kriege ich nicht mehr auseinander und das ist halt dementsprechend auch nicht so schön. Und deswegen habe ich das auf jeden Fall versiegelt. Man sieht so ein ganz, ganz, ich glaube, das kommt in der Kamera, sieht man das nicht, aber in Natura sieht man das. Dass halt hier, da wo die Versiegelung zwischen Räumen war, dass das halt so ein bisschen dunkler ist. Aber ja, aber anders ging es halt dementsprechend halt nicht, ne? Weil gerade sowas muss halt immer versiegelt werden. Anders geht es halt dementsprechend nicht, ne? Die Steine gingen mir sonst ab und je nachdem, was man halt wirklich damit machen möchte, ja, war dann natürlich bei diesem Beutel ein bisschen blöd. Weil da siehst du halt wirklich, dass du versiegelt hast, ne? Weil das halt einfach nass aussieht. Ne? Und ja. Aber trotzdem ist es ein sehr, sehr schöner Beutel gewesen. Das hat mir viel Spaß gemacht. Den habe ich auf der Arbeit gemacht. Und ja, ich habe aktuell 2 Wochen Urlaub und dazwischen auch noch 2 Wochen krank und sowas. Deswegen painte ich aktuell halt nicht so Kleinigkeiten, weil wie ihr wisst ja, ich painte das meistens in meinen Pausen auf der Arbeit. Und ja, dadurch, dass ich aktuell nicht arbeiten war, ist ja auch nicht viel passiert. Aber nächste Woche gehe ich wieder arbeiten und dann wird alles wieder seinen ganz, ganz normalen Alltag auf jeden Fall haben. Und ja, ich fand ihn süß und schaut mal gerne bei Paint Somewhere vor einmal vorbei und schaut mal, was sie für wunderschöne Produkte haben. Und Produkt Nummer 2, ihr seht es nicht, aber so seht ihr es, ist diese wunderschöne Eulentasche. Ja, eigentlich war das eine, ja, so eine Handtasche. Also jetzt ist es halt eine Klatsch ohne dieses Bändchen hier, ohne die Taschen, ohne das Taschenband. Aber, ne, also ihr habt hier, da habt ihr so Ösen dran, den man das, ja. Da habt ihr auch so Ösen, ne? So ein auch wirklich schöner, hier oben so ein schöner Reißverschluss. Ne? Also das ganz, die ganze Tasche fühlt sich wirklich schön an, hochwertig. Und schaut euch mal, wie wunderschön auch das gepainted aussieht. Ne? Und dann habe ich mir gedacht, so, was mache ich damit überhaupt? Und ihr seht, die Tasche ist voll, weil ich habe da einfach meine Stifte reingetan. Ging nicht alle rein, weil die Tasche von Tini Schnickschnack ist ein bisschen größer als die hier. Aber ja, ich habe es einfach ein bisschen aufgeteilt. Und ja, dann habe ich zumindestens eine Verwendung für die Tasche. Ne? Weil ich laufe jetzt halt nicht mit einer Handtasche draußen rum. Dafür, ja, bin ich jetzt nicht so ganz so da. Aber die Idee dahinter ist wirklich, wirklich cool. Ob das jetzt alltagstauglich ist, wage ich auch zu bezweifeln. Ja, also ich habe auch schon mal öfters gesehen, was weiß ich, hier so ein Brillenetui, was man bepainten kann, wenn man es zu Hause liegen lässt, ist ja vollkommen egal. Dann ist es ja okay. Aber wenn wir jetzt, was weiß ich, eine Handyhülle oder sowas, habe ich auch schon mal gelesen, dass sich welche sowas wünschen, da denke ich mir auch, ja, eine Handyhülle, ich habe mein Handy den ganzen Tag in der Tasche, da gehen nur Steine ab. Weiß ich nicht. Also ich glaube, das ist nicht praktisch. Und das Gleiche kann ich mir auch vorstellen, wenn wir das hier als Tasche benutzen. Ne? Wenn wir das den ganzen Tag rumschleppen und ja, ich glaube da, also ich habe es jetzt auch versiegelt, weil mir sind ja beim Vorstellen oder auch beim Painten manchmal so ein bisschen die Steine abgegangen. Und deswegen habe ich das versiegelt und deswegen halten die jetzt auch bombenfest. Aber das ist halt wichtig, versiegeln. Und da sieht auch die Versiegelung nicht ganz so bescheuert aus, wie bei dem Beutel hier. Weil das halt nicht so durchsichtig ist. Klar, wenn man das so ein bisschen im Licht schwenkt, sieht man auch alles klar. Da sind diese, ja, das ist, dass da diese Klebereste, wie auch immer, sind. Wichtig ist halt, wenn ihr das versiegelt, also den und auch den Beutel, also so Kleinigkeiten tendenziell, benutzt nicht so einen riesengroßen Pinsel. Ich benutze ja Schwammpinsel, wobei ich da auch sagen muss, die saugen echt viel Material auf, lassen sich aber wesentlich besser reinigen. Aber die verschwenden schon irgendwie viel von der Versiegelung. Weiß ich nicht. Also man kann super damit versiegeln. Die Borsten verkleben nicht so wie bei den normalen Pinseln, aber ah, ich bin noch nicht so hundertprozentig sicher, wie ich das machen soll. Vielleicht habt ihr ja irgendeine noch eine weitere Idee, die ich mal ausprobieren kann, wie man
wie man versiegelt. Also nicht nur solche Kleinigkeiten, sondern auch Bilder. Ich habe bisher normale Pinsel, Schwammpinsel und so eine Malerrolle benutzt. Also doch ist eine Malerrolle. Das habe ich bisher benutzt, aber vielleicht habt ihr irgendwie noch einen anderen Tipp, da wo, ja, da wo, was ich testen kann. Also jetzt nicht so eine Versiegelung, wo vorne so ein Schwamm dran ist. Das habe ich auch schon ausprobiert. Also wirklich, ich nehme Bauchfarnversiegelung oder die von Tini Schnickschnack. Und tu dir aufs Bild und verreib dir dann und was ich da am besten für einen Pinsel oder wie auch immer benutzen soll. Vielleicht habt ihr noch irgendeinen anderen Tipp. Ansonsten Schwammpinsel finde ich eine gute Sache. So, dann gehen wir mal von klein nach groß. Wie gesagt, das waren jetzt die Kleinigkeiten. Dann habe ich aber auch noch ein wunderschönes Bild. Und zwar ist das die Nomixi. Oh, warte, da muss man ein bisschen dahin gehen. Hoppala. Dino Mixi von Diapop. Ne, da habe ich am Sonntag auch ein Fazitvideo rausgebracht. Schaut da mal gerne vorbei, das haben gar nicht so viele Leute gesehen, obwohl es finde ich eigentlich recht interessant war, es war meine ehrliche Meinung dazu. Deswegen gehe ich da jetzt nicht so krass drauf ein. Ne? Wenn ihr da ein Unboxing oder nicht ein Unboxing, wenn ihr da ein Fazitvideo gerne von sehen möchtet, dann schaut mal auf das Video von Sonntag und dann werdet ihr sehen, was ich zu diesem wunderschönen Bild und auch zu der Qualität ausführlich sagen kann. Ne? Ich wieder ja, so ein kleines Fazit machen wir halt trotzdem, sonst wäre es hier kein Monatsrückblick. Die Numixi von Diapop ist. Ja, ich war richtig begeistert. Ne? Wir hatten so viele Sondersteine, wir hatten Strasssteine, wir haben AB-Steine und wir haben Fairy Dust Farben und die Qualität ist wirklich, wirklich gut. Ne? Also die Steine lassen sich wirklich 1A sauber painten. Es macht richtig Spaß, die sitzen sehr, sehr eng aneinander, flausche Leinwand und alles das halt, was mir wichtig ist, was mir Spaß zum Painten macht, hat dieses Bild auf jeden Fall mehr als erfüllt. Ja. Und deswegen kann ich auch ganz guten Gewissen euch diesen Shop empfehlen. Ne? Ihr habt hier einmal nur Mixis, das gibt es aktuell nicht mehr auf Lager. Also Diapop hat auch Sachen auf Lager. Das ein oder andere Bild. Müsst ihr allerdings darauf achten, es gibt natürlich auch noch Bilder von vor, was weiß ich, Jahr, anderthalb im Sale. Da müsst ihr ein bisschen drauf achten, weil das ist halt dann dementsprechend die alte Qualität. Die Numixis sind alles die neue, aktuelle. Ansonsten ist Diapop aber auch so, dass sie ganz, ganz viele Künstler und auch Bilder bei sich im Shop haben und die sucht euch einfach ein Bild aus. Und ihr könnt dann auswählen, welche Größe soll das Bild haben. Also es gibt unterschiedliche Größen. Manche wollen vielleicht das Bild ein bisschen kleiner haben, manche ein bisschen größer. Ich finde immer, je größer das Bild, desto besser kommen auch die Details raus. Ne? Und deswegen bin ich immer so ein Fan davon, das Bild einigermaßen groß halt zu machen. Aber das mag nicht jeder. Ne? Deswegen gibt es ja auch diese unterschiedlichen ja, Größen und Auswahlen und so. Und das ist auch halt dementsprechend gut so. Ihr könnt euch auswählen, wollt ihr nur AB-Steine haben oder wollt ihr einen Mix haben. Ne? Ihr könnt natürlich auch sagen, ich möchte nur AB-Steine in meinem Bild. Dann kriegt ihr nur AB-Steine oder halt einen Mix. Ne? Es sind Harzsteine, tolle Qualität von Leinwand bis zu den Steinen her. Also von mir. Eine absolute Kaufempfehlung. Und wenn ihr schnell seid, könnt ihr auch noch heute, weil bis heute ist mein Code Björn10 bei Diapop noch gültig, könnt ihr noch 10% sparen, allerdings nicht auf Lagerware oder nicht auf Lager, sondern auf Sellware. Ne? Also die Nomixis sind aktuell Sellware, da geht der Code nicht drauf. Auf alle anderen ist der Code gültig und die Lieferzeit sind roundabout 3 bis 4 Wochen ungefähr. Ich finde, das ist auch recht fix von der Lieferung her und ja, und ich finde, was man dafür dann halt auch bekommt, ist, finde ich, richtig, richtig gut. Gut. Ich hatte ein bisschen Kritik an dem Bild, also die Steine, wunder, wunderschön. Ich hatte ein bisschen Kritik und zwar ging es da hier um das Gesicht. Die Kritik habe ich aber bei jedem Bild, wo es mit Menschen zu tun hat. Das hatte ich auch bei Trudis Diamond Painting Art Shop, da wo ich das Rainbow Girl gepaintet habe. Auch da hat mir einfach das Gesicht nicht gefallen. Ich mag gepaintete Gesichter nicht. Deswegen mag ich halt lieber eher so fiktivere Sachen, also das heißt Tiere oder irgendwelche KI-generierten Bilder, die nichts mit Menschen zu tun haben. KI-generierte Bilder in Otter oder im Cocktailglas zum Beispiel, was man von Tini hat oder generell so die Bilder von Tini, was nichts mit Menschen zu tun hat oder wie auch immer.
Das mag ich halt dementsprechend halt nicht, ne? Weil mir gefällt das dann halt einfach nicht, wie das Gesicht gepaintet ist. Little Mermaid von, ist das Little Mermaid? Ja, von Karat.art habe ich euch auch mal ein Unboxing so zugedreht und ist auch im Monatsrückblick, glaube ich, Juni oder Juli, glaube ich. Könnt ihr auch mal reinschauen. Mich würde sowieso mal freuen, wenn ihr vielleicht neu auf meinem Kanal seid, ihr dieses Video jetzt seht und mal auf meine anderen Videos auch noch mal schaut. Ne? Da sind wirklich interessante Sachen und ja, ich entwickle mich natürlich stetig weiter. Der Hintergrund sieht irgendwie tendenziell zwischendurch immer ein bisschen anders aus und ich mache meine Videos. Gucke ich immer, dass sie sich ein bisschen verändern, dass da ein bisschen Innovation rauskommt und deswegen. Erschreckt euch nicht, wenn ihr etwas ältere Bilder oder ältere Videos seht, wie die aufgebaut sind. Aber trotzdem sind sie informativ und ich mag sie. dürft ihr auf jeden Fall gerne mal schauen, denn da hatte ich alle Bilder, die ich jetzt gerade mal erwähnt habe, auf jeden Fall auch schon mal gezeigt. Und dann werdet ihr ungefähr wissen, was ich halt dementsprechend damit meine. Aber trotzdem, klare Kaufempfehlung, tolle Steine, toller Glanz. Tolle Leinwand und ich bin da echt, echt begeistert. Und wie gesagt, heute noch am Mittwoch, den 4.9., ist der Code Björn10 auch noch bei diapop.net auch noch verfügbar. Gut, dann habe ich noch ein Bild gehabt und zwar von unserer allzeitbekannten Tini Schnickschnack. Und zwar geht es dann hier, obwohl sich der Sommer ja. Oh, jetzt muss ich noch weiter zurück. Wo sich der Sommer ja so langsam dem Ende weiht. Einmal die Sommerassel von Tini Schnickschnack. Das war ja ein Community, nicht ein Community-Projekt, aber ich habe ja bei TikTok, habe ich ja so ein Live-Event gemacht, wo wir oder wo viele sich ein Bild von Tini Schnickschnack angefangen haben. Und ja, ich habe die Sommerassel von Tini Schnickschnack damals begonnen und ja, soweit bin ich dann bisher dato gekommen. Ja. Hier sind jetzt noch vier abgeklebte Felder. Ich wollte sie eigentlich abmachen. Allerdings ist hier das Problem gewesen, dass hier oben dieser erste Drittel überhaupt nicht geklebt, also dass die Leinwand da so scheiße geklebt hat, dass ich sie abmachen musste. Deswegen kann ich jetzt gerade dieses Coverpaper nicht abnehmen. Habe ich bei dem letzten Bild übrigens gerade auch nicht gemacht, aber sehe ich gerade, aber ist egal. Aber ihr werdet ja auf jeden Fall wissen, um welches Bild es sich handelt. Das sind die Sommerasseln von Tini Schnickschnack. Und ja, wenn ich von Tini Schnickschnack rede, wissen wir auch alle, tolle Leinwand, tolle Qualität, die Steinchen sind gut und ja. Auch diese Woche gibt es leider, oder diesen Monat gab es jetzt keinen Fail. Ne? Das sage ich schon mal mit dabei. Ne? Also meine Hoheitsvlogs sind eigentlich so gestrickt, dass ich dort Bilder. Painte, also ne, ich painte dann immer eine Woche ein Bild und dann wechsle ich das wieder, wenn ihr das noch nicht verfolgt habt. Ich painte allerdings auch Shops eigentlich hauptsächlich, wo ich weiß, alles klar, die Shops sind gut. Ne? Die erfüllen meinen Qualitäten, meinen Qualitätsanspruch, was ich an Bildern habe. Und genau, ne, deswegen seht ihr da eigentlich auch nur etwas hochpreisigere Sachen. Ne? Ich habe natürlich auch Sachen von Teddy mal ausgepackt, aber ich painte jetzt zum Beispiel keine Amazon- oder Ali-Bilder oder was auch immer für günstigere Bilder. Runde Steine erst recht nicht, nur nicht, dass ihr euch wundert. Ne? Also deswegen zeige ich euch natürlich eher High-Quality-Shops. Und Teddy Schnickschnack gehört auf jeden Fall mit dabei und da bin ich immer zufrieden mit. Was mich so ein bisschen nervt, ist dieser blöde AB-Rand hier außenrum. Keine Ahnung, wieso da dieser blöde Rand außenrum ist. Hätte es, finde ich, jetzt nicht gebraucht. Aber gut, irgendwas ist ja bekanntlich immer. Aber trotzdem ist sie super, super schön und es freut mich. Dieses Bild wird allerdings jetzt, glaube ich, auch erstmal ein paar Wochen pausieren, weil ich werde am Montag oder am Sonntag werde ich dann das Bild von Erdbeerkobold beginnen, das Monsterchen. Und ja, dann wollen wir mal schauen, was das für eine Qualität ist. Das ist halt dementsprechend halt wieder so etwas, mir wurde was zugeschickt und das teste ich jetzt für euch dementsprechend. Und deswegen wird das Bild erstmal ein bisschen pausieren, weil ich denke mal, so in 2, 3 Wochen wird hier nochmal was Neues einziehen von Tini Schnickschnack und das wird bevorzugt. Ne? Deswegen.
Prägt euch das auf jeden Fall ein. Das painten wir auf jeden Fall zu Ende irgendwann. Aber ja, es sind viele Projekte, die ich jetzt gerade irgendwie anfange. Und es kommt immer was dazwischen. Ja, gefällt mir manchmal auch nicht ganz so. Aber hey, dadurch haben wir Abwechslung. Und ich mag es, Abwechslung zu haben. Ne? Es gibt ja viele, die sagen, boah, nee, ich möchte immer nur ein Bild dann wirklich zu Ende painten, bis es zu Ende ist. Und ich mag das nicht. Ich bin so einer. Ich muss das so, ich muss am liebsten alle ein, zwei Wochen, deswegen mag ich auch meinen Hoheitsflock so sehr, dass ich alle ein, zwei Wochen etwas Neues painte. Also die anderen kommen ja nicht in den Müll, sondern dann painte ich das mal wieder so ein, zwei Wochen, dann nehme ich wieder ein anderes und so rotiert das immer bei mir und so habe ich immer Abwechslung und vor allem so habt ihr auch immer Abwechslung. Somit kann ich euch immer was Neues bzw. Updates zeigen, ne, sodass ihr jeden Monat schon ja, quasi nicht immer dieselben Bilder seht, weil dann zum Beispiel Diapop, die Numixi werdet ihr jetzt halt nicht mal sehen, weil sie ja fertig ist. Dafür seht ihr dann in dem nächsten Teil dann das von, denke ich mal, ein Bild von Tini, ein neues und eins von Epic Kobalt. So und rotiert das natürlich dann immer. Und das finde ich ganz, ganz cool. Damit bin ich safe, damit das mag ich. Und ich hoffe, ihr mag das auch. Ihr könnt euch ja ruhig mal bei mir unten in den Kommentaren einmal verewigen, wie ihr so diesen Zyklus findet. Würde mich mal interessieren, ob ihr das genauso seht wie ich. Wir bleiben trotzdem dabei. Und dann habe ich noch einen anderen Klopper. Und zwar geht es hier einmal um Trudis Diamond Painting Art Shop, die Coralie, wie ich sie getauft habe. Oder ich habe ja gefragt, wie sollen wir sie nennen? Und einer, ich glaube, die Kiki war das, die gesagt hatte: Ey, Coralie finde ich irgendwie ganz süß, fand ich gut. Und dementsprechend ist es die auch geworden. Auch hier haben wir Harzsteine und ich weiß gar nicht, was haben wir für Sondersteine? Ich habe das Bild schon länger nicht mehr in der Hand gehabt. Wir haben Fairy Dust, genau. Ich habe komplett Fairy Dust. Ich glaube, vier Farben waren es mit silbernen und drei mit goldenem Staub. Und da habe ich auch ein Unboxing so gedreht. Dürfte auch mal gerne vorbeischauen, wo es um das Seepferdchen ging. Und kriege ich es komplett drauf? Ja, so kriege ich es ungefähr drauf. Genau, ne? Ich habe schon so ein bisschen hier unten weiter gepainted. Boah, das kann man ja kaum festhalten. So, ne? Ich habe hier oberste Reihe schon mal so ein ganz kleines bisschen weiter gemacht, ohne dass ich es dementsprechend halt mitgefilmt habe. Einfach weil ich so ein bisschen auch mal für mich wieder gepainted habe. Ich konnte halt, wie gesagt, nicht so gut sitzen, deswegen habe ich da mal so nach und nach immer so einen Stein gesetzt. Also das habe ich jetzt nicht die ganze Woche, also hier dieses ganze halbe Feld habe ich jetzt, oder die halbe Reihe habe ich jetzt nicht die ganze Woche gepainted. Aber ich sag mal, jetzt geht es eigentlich wieder und ich denke mal, ich werde die Woche den Rest hier auf jeden Fall zu Ende schaffen. Und ja, auch bei diesem Bild, wie gesagt, Flauschleinwand, Harzsteine, tolle Qualität. Und auch hier ist es so ähnlich wie bei Diapop. Und zwar habt ihr bei Trudi auch das Privileg, ihr könnt euch die Bilder und die Künstler aussuchen. Ihr könnt euch die Größe aussuchen und ihr könnt euch aussuchen, was möchtet ihr für Sondersteine haben. Möchtet ihr AB-Steine haben? Möchtet ihr Fairy Dust mit silbernen, mit goldenen? Wollt ihr Jellies haben? Also das sind Glitzer-AB-Steine, Fairy Dust mit Goldstaub. Möchtet ihr Metallic-Steine haben? Oh, es gibt noch Strassstein oder möchtet ihr einen Mix? Ne? Ihr könnt den zufällig machen, ihr könnt aber auch, wenn ihr das Bild in den Warenkorb gelegt habt, könnt ihr auch unten im Bemerkungsfeld reinschreiben, aber ich möchte Metallic und Fairy das gemischt haben. Ne? Das ist der Vorteil bei Trudis Diamond Painting. Trudi dauert allerdings ein ganz, ganz kleines bisschen länger von der Lieferzeit her als jetzt Diapop zum Beispiel. Ne? Es kommt immer drauf an. Es gibt unterschiedliche Künstler, es gibt unterschiedliche Bilder. Deswegen würde ich einfach mal, wenn ihr euch für sowas interessiert, vor allem bei Trudis Diamond Painting Art Shop und bei diapop.net einmal vorbeischauen. Und ja, dann sucht euch einfach das Motiv aus, was euch am besten gefällt. Und ja, probiert es einfach mal aus. Das ist von mir wirklich eine Kaufempfehlung. Und wenn ich es euch sage, dann ist es auch wirklich so. Ne? Also wenn ich was Kacke finde, dann sage ich euch das, dass es Kacke ist. Also was für mich Kacke ist. Und da bin ich immer sehr, sehr transparent, egal ob es jetzt am Promo-Bild war
oder ob es ein Bild war, was ich selber gekauft habe. Ne? Auch bei der Numixe, das war ja auch ein Promobild, was Mediapub zur Verfügung gestellt hat. Auch da war ich sehr, sehr ehrlich. Und das ist mir auch einfach sehr, sehr wichtig. Ne? Auch dieses Bild ist ein Promobild. Und ja, es ist einfach toll, ehrlich. Es macht so viel Spaß. Ne? Ich habe es jetzt, wie groß ist das? 70 mal 70, glaube ich. Steht da irgendwo? Ich glaube, 70, ja, 70 mal 70. Es hat 90 Farben. Es ist halt gerade in der, hier drin, ist es sehr, sehr konfettilastig. Ne? Also, das müsst ihr wirklich mögen. Aber finde ich nicht so schlimm wie bei Painterbox zum Beispiel. So, ne? Also viele sagen ja, ey, hör mal, wie sieht es eigentlich mit deinem Painterbox-Bild aus? Ne, da habe ich ja auch so einen Elefanten. Leute, ich habe da einfach keinen Spaß dran. 200 Farben ist so viel und ja, ich werde da wahnsinnig bei. Deswegen habe ich meine Wall, die Steinchen-Wall habe ich ja aufgeteilt, dass ich da zwei unterschiedliche Projekte reinmachen kann. Und ich weiß nicht, ob ich Pentabox jemals zu Ende richtig machen. Bestimmt irgendwann mal, ja, auf jeden Fall. Aber nicht in nächster Zeit. Es ist für mich persönlich nichts. Die Qualität ist wirklich top. Die ist gut. Die hat, oh, ich finde die Motive, die Pentabox in ihrem Shop hat, so, so toll. Aber sie sind mir zu groß. Sie sind mir zu viele Farben. Und da habe ich persönlich einfach nicht so viel Spaß dran. Ich bin halt eher so diese etwas kleineren Bildermaus und ja, dementsprechend kriegt ihr das von mir auch zu sehen. Und Painterbox werdet ihr bei mir jetzt nicht sehen. Aber wenn du auf sowas stehst, schau mal ruhig bei Painterbox vorbei. Da gibt es auch unterschiedliche Leute, die da auch Promo machen. Schreibe ich euch unten mal in die Infobox auf jeden Fall mal rein, auch wenn ihr jetzt nichts von Painterbox jetzt gerade gesehen habt. Aber trotzdem ist es eine klare Kaufempfehlung. Und jeder muss halt einfach wissen, was möchte er gerne. Ne? Möchte er etwas kleinere Bilder haben, wie zum Beispiel die Mixi von Diapop ist 40x50. Das ist ein tolles Bild. Das ist mal für ein paar Stündchen toll. Und ja, Tini Schnickschnack hat ganz, ganz tolle Bilder bei sich im Shop. Das finde ich fast für jeden immer was mit dabei. Bei Tini ist es halt ganz oft eher so kitschiger, sage ich jetzt einfach mal. Und zum Beispiel bei Trudi oder auch bei Diapop gibt es halt Bilder und Künstler, die ja, die ein bisschen erwachsenere Bilder haben. Ne? Und bei Painterbox, die haben so tolle Motive. Da könnt ihr für dich jedes gefühlt kaufen, wenn es nicht so groß wäre und wenn wir da nicht so viele Farben hätten. Weil das bin ich halt nicht der Fan von. Klar, es gibt natürlich auch Bilder, die haben vielleicht nur 50 oder die haben nur 120 Farben. Das wäre jetzt für mich okay. Aber naja, ist egal. Ich konzentriere mich hier auf diesem Kanal auf etwas andere Shops. Aber trotzdem ist Pentabox nicht schlecht. Schaut da mal ruhig mal gerne vorbei. Und dann, wie gesagt, ich habe auch noch ein paar Rabattcodes unten. Jetzt nicht von mir persönlich, sondern von drei guten Freunden, die sich so rund um die Steinchensucht drehen. Also Steinchensucht, die klar, Daniel. Dann haben wir die Biene von BeCreation24 und die Gabi. Die sind Kooperationspartner von Painterbox und ja, ich tue euch mal alle drei unten rein und könnt euch aussuchen, mit welchem Code ihr 15% sparen wollt. Genau. Trudi habe ich jetzt persönlich keinen Rabattcode, aber ist auch nicht schlimm. Ich finde mal, Qualität braucht halt, ja, hat seinen Preis und das ist auch richtig so. Ihr könnt die Shops aber auch, wie gesagt, auf Instagram und so folgen. Die haben immer mal irgendwelche Aktionen. Und wenn ich mal irgendwie was sehe, dann sage ich es euch auch. Ne? Wie gesagt, bei Diapop kriegt ihr mit Björn 10 nochmal 10%. Aber nur noch heute. Der ist nur noch heute gültig, weil das Bild fertig ist. Und die Abmachung war, der Code gilt, bis ich es fertig habe. Und ich habe gesagt, heute am Mittwoch kommt der Monatsrückblick, da zeige ich das Bild nochmal. Und deswegen hat sich dann nochmal den Code verlängert bis heute. Das heißt, bis heute Abend könnt ihr auf richtige Bilder, also auf keine Lager, also auf keine Sellware, könnt ihr nochmal 10% sparen. Und was ich zu Trudy Stein mit Painting Art Shop noch sagen wollte, ist, dort könnt ihr, wie gesagt, euer Motiv, die Größe etc. alles aussuchen. Ihr müsst allerdings ein bisschen längere Wartezeit. Was ist denn? Dauert ein bisschen länger als bei Diapop. Meine Güte. Ihr werdet, also bei Diapop, wie gesagt, 4 bis 5, nee, 3 bis 4 Wochen und bei Trudi, glaube ich, was steht da, 8 bis 10 Wochen? Also 2 bis 3 Monate ungefähr. Ja, weil die sammeln
Die, genau wie bei Penterbox. Penterbox dauert, glaube ich, sogar 4 Monate oder sowas. Aber ich finde das überhaupt gar nicht so schlimm. Also es sind Motive, die werden extra für euch halt hergestellt. Es sind keine Lagerware. Dafür könnt ihr euch aussuchen, was ihr wollt. Oder ihr schaut halt, wie gesagt, bei Tini Schnickschnack vorbei. Die hat so, so viele tolle Bilder bei sich im Shop. Und da kriegt ihr das innerhalb von einer Woche, weil sie die Bilder auf Lager hat. Und ich habe heute gesehen, das ist ja keine Werbung hier. Ich habe heute gesehen, sie hat einen wunderschönen Kalender rausgebracht vom Pummel-Einhorn. Ich überlege ja schon, ob ich dieses, ob ich den hole. Aber 40 Euro ist schon viel, ne? Aber er ist schön, der Kalender. Naja, soll hier nichts dabei tun. Auf jeden Fall ist das ein toller Kalender von 2025, aber hat jetzt hier in dem Video nichts zu suchen. Ich überlege aber mal, ob ich mir den vielleicht doch mal gönne. Mal schauen. Tini, wenn du das Video siehst, gönn mal. Scherz. Gut, ja, dann würde ich einfach mal sagen, das war's. Ich kann euch gerne nochmal die ganzen Bilder nochmal zeigen. Das war die Coralie von Trudis Diamond Painting Art Shop. Dann hatten wir hier einmal von Tini Schnickschnack die Sommerassel. Wir hatten einmal die Numixi von Diapop. Und wir hatten die zwei Sachen von Paint Samway. Und zwar einmal das Beutelchen für die Flaschen und einmal diese wunderschöne Tasche mit den Ohren. Gut, schreibt mir mal unten in die Kommentare rein, wie euch dieses Video gefallen hat, wie euch die Produkte gefallen hat. Und ich würde mal sagen, der September hat begonnen. Na, ihr werdet im September auf jeden Fall die Coralie sehen. Die haben mich nämlich ja schon zwei, drei Steine auf jeden Fall gesetzt. Das heißt, im Oktober für den Rückblick September werdet ihr die sehen. Und wie gesagt, Ausblick, Erdbeerkobold wird euch begegnen. Und ich denke mal, die ein oder andere Kleinigkeit, die ich jetzt wo von Action oder wie auch immer gehabt habe, wenn ich jetzt wieder arbeiten gehe, werdet ihr sowas auch sehen. Und ein Bild von Tini Schnickschnack, da weiß ich allerdings noch nicht, was es wird. Und ja, schauen wir mal, ob das überhaupt in den September noch reinpasst oder nicht. Aber ich denke mal schon. Gut, dann wünsche ich euch eine bezaubernde Woche. Und ja, wir sehen uns auf jeden Fall am Freitag wieder, denn da gibt es ein großes A. Hall, ein Community Hall, was mir zugeschickt worden ist. Und verpasst das nicht. Deswegen einmal das Glöckchen da lassen. Und ja, ich bedanke mich auch an dieser Stelle auch noch an alle meine Kanalmitglieder. Ne? Ohne euch würde das hier sowas nicht zustande kommen, wie zum Beispiel Steinchensucht, die wie Nuts and the Diamonds, Hieronos Diamond Painting, Patricia und, oh, wie hieß die fünfte? Was mit Son? Weiß ich ehrlich gesagt gerade nicht. Sorry. Ich kann gerade nicht gucken. Egal. Auf jeden Fall danke ich euch. Und ja, als Kanalmitglied bekommt ihr bei mir die Videos alle ein bisschen früher auf jeden Fall zu sehen. Ansonsten dürft ihr mich damit auch sehr, sehr gerne unterstützen, damit ich auch hier weiterhin zum Beispiel so TD-Hauls, Action-Hauls und wie auch immer drehen kann. Denn alles, was ich dort ja, reinkriege, tue ich dann wieder in den Kanal rein, damit wir wieder schöne Sachen sehen können. Gut, ich wünsche euch, wie gesagt, einen bezaubernden Mittwoch, eine bezaubernde Woche. Wir sehen uns am Freitag wieder und bleibt bis dahin schnuckelig, painted. Es ist ein tolles Hobby und macht es gut. Ciao.